Hier ist Dr. mit Bonsoi. Willkommen zu Let's Play DayZ Standalone. Ja, da ist es endlich. Ein Jahr hat es gedauert, bis es nun erschienen ist. Es ist die Alpha, nicht mehr die Pre-Alpha. Und erster Eindruck, grafisch. Ja, sieht nicht schlecht aus, um zu sagen, sieht gut aus. Es ist, wie gesagt, eine Alpha. Ich bin da jetzt erstmal mit ganz niedrigen Erwartungen rangegangen. Und ja, wo gibt's das Spiel? Erstmal ganz klar bei Steam und auf der DayZ-Seite auch. Die Alpha kostet 23,99, also aufgerundet 24 Euro. Es ist ja recht viel für eine Alpha. Aber ich denke mal, das verhält sich genauso wie Arma 3. Ihr kauft jetzt die Alpha und kriegt dann alle Patches, die Beta und natürlich das fertige Spiel zum Release kostenfrei obendrein. So, was haben wir hier? Duct Tape. Ja, Klebeband. Ich habe schon viele Videos gesehen, viel gelesen über die Standalone. Ich habe das Spiel nun auch schon ein paar Tage. Eine Feueraxt. Ja, wie gesagt, ich habe das schon ein paar Tage und ja, aber wie das halt so ist, Feiertage und unser Battlefield 4 Event, was haben wir hier? Oh, gleich eine vernünftige Hose. Und ja, so kam es erst dazu. Ich habe es mir schon mal angeschaut, habe Grafikeinstellungen gemacht und komme aber jetzt erst zur Aufnahme. Und ja, es sieht schön aus. Es ist die Engine von Tacon Helicopters, aber natürlich ganz schön aufgemotzt. Ich spiele gerade aus einer guten Mischung der Grafikeinstellung High und Very High. Und trotz Aufnahme habe ich immer noch 20, 25, teilweise sogar 30 Frames. Und ja. Ja, als allererstes natürlich Durst. Durst, 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 immer wieder Durst. Ich muss jetzt hier was zu trinken finden. Und ja, im Vorab. Die Arma 2 DayZ habe ich nicht gespielt. Und ich habe zwar die Mods für Arma 3 gespielt, ja, aber keins hat wirklich so gut funktioniert. Hier liegt überall Klebeband rum. Zum Klebeband sage ich später mal was. Ja, wie gesagt, nichts hat wirklich irgendwie super funktioniert. Und jetzt die Standalone. Ja, es gab schon 3 Patches. Das heißt, die haben jetzt schon in den knapp 11 Tagen, wo das Spiel draußen ist, schon einige Bugs behoben. Und es ist aber klar, es ist noch sehr verbuggt. Es gibt wenige Zombies und die wenigen, die rumlaufen, ja, die buggen dann mal durchs Haus oder ja, wie soll ich sagen? Ist halt noch nicht ganz so flüssig. Aber es läuft schon recht gut.
Das war eine kleine Fehlermeldung. Keine Ahnung. So, wie gesagt, ich kenne mich hier gar nicht aus und an dieser Stelle vielleicht an die Zuschauer. Wer DayZ schon gespielt hat, sich hier auskennt, Chernerus, ja, der möge mir doch einfach mal ein paar Tipps geben oder Anhaltspunkte, wie man sich hier zurechtfindet. Ich kenne die DayZ-Mods nur von Arma 3. Und das war ja auf Stratis und auf Altis. Das kann man mit diesem ja fast gar nicht vergleichen. Es ist vieles sehr ähnlich, auch mit der Bedienung. Das Menü ist jetzt aber auf Tab. Und ansonsten, ja, WASD-Steuerung. Sprint ist auf 2x W. Und da hinten sehe ich schon einen anderen Mitspieler. Und mal gucken, was der von mir will. So. Hello, I'm friendly. Yes, I'm friendly. Really? Really friendly. Okay. Let's go with that. Do you need to eat or drink? Yes, I'm searching for something to drink, yes. I drop here one soda. Okay, I see nothing. Ja, ihr seht, das ist noch ganz schön buggy. Der wollte mir jetzt was zu trinken anbieten. No, I don't see it. It's laggy server. Right Oh, here. there is it. Yes, Okay. I see it. So. Thank you, man. So, da können wir jetzt was trinken. Drink. Very nice. Thank you very much. No thanks. Okay, man. Bye. Bye bye. Ja, das war doch nice. Sieht, es gibt freundliche Spieler. Ich habe gestern aber auch gesehen, es gibt, so, das können wir wegtun, das ist leer. Es gibt auch welche, die sagen, hey, I'm friendly, und dann fangen sie an, dich zu schlagen oder zu erschießen. Also, es ist eigentlich wie in den Mods ähnlich. So, wichtig jetzt, wir haben schon mal was getrunken, was zu essen suchen und eventuell einen Rucksack finden. So, kann ich jetzt hier rein? Nein, kann ich nicht. Ja, man hört Zombies. Da ist ein Zombie. Ah, cool. So, wir können die Axt ja mal auswählen. Ja, hinlegen, ducken ist X und Y. Dann wieder aufstehen ist ganz normal C, egal aus welcher Position. Dann gibt es eine Springanimation, das ist auf V. Und ja, wie gesagt, das Menü ist auf Tab, haben wir schon gesehen. Die Sprechentaste ist die Tabs Lock-Taste. So, wie gesagt, wichtig jetzt erstmal einen Rucksack finden, Nahrung finden. So, was gibt es noch zu diesem Spiel zu sagen? Ich habe mir natürlich ein bisschen schlau gelesen, habe einige Videos geguckt, was ich vorhin sagte, Klebeband. Ja, es gibt ein Crafting-System. Ja, das heißt, es gibt viele Sachen, die kann man miteinander kombinieren.
Zum Beispiel, wenn man Magazine findet. Oh, hier habe ich schon mal eine Cappy. Wenn man Magazine findet und man hat Klebeband, könnte man theoretisch zwei Magazine miteinander verbinden. Und man hätte dann so ein, ja, so ein Doppelmagazin. Was ich auch gesehen habe, ist, man kann theoretisch mit Klebeband, einer Sprühdose, einer Leuchtfackel und so eine, ja, was ist das genau, eine Eieruhr oder so ähnlich, kann man, ja, eine Art Granate basteln. Das ist schon sehr cool, dass sie das, oh, hier ist noch was zu trinken. Kann man, ja, eine Art Granate basteln und das ist schon mal nicht so schlecht, dass sie das hier eingebaut haben. So, zu den, habe ich hier noch einen Hammer. Hammer brauchen wir nicht. Das ist alles zu hier. Zu den Schnelltasten. F1 ist wie gesagt, hallo, hier, das bin ich. Wir legen das mal kurz weg. Dann gibt es die F2-Taste. Das ist, ja, hallo, ich will nichts von euch. Komm, ich ergebe mich. Dann gibt es die F3-Taste. Ja, da kann man sich ausruhen, wenn man ein bisschen müde ist, so ein bisschen regenerieren. Und dann gibt es eine Taste, das ist jetzt neu seit dem letzten Patch. Das heißt dann wirklich, ihr wisst es selber. Und auch sehr cool, dass sie das hier eingebaut haben. Ja? So. Und ja, wir nehmen mal wieder die Axt. Ja, Standalone haben wir hier noch. Noch eine Cappy. Man muss wirklich ganz genau gucken. Überall liegt was versteckt. Da liegt was. Könnte das sein? Was ist das? Portable Gas Lamp. Die nehmen wir erstmal nicht. Erstmal wichtig, Rucksack. Kann jetzt nicht alles mitnehmen. Ich hoffe, ich finde noch was zu essen. Und natürlich einen Rucksack. So, hier kommen wir nicht weiter. Ja, Standalone. 95% der Gebäude sollen nun begehbar sein. Noch mal schauen, ob man hier reinkommt. Ich glaube, das hier ist nur Grafik. Ne, hier kann man rein, tatsächlich. Ja, cool. Ja, überall liegen Hosen rum. Da ist noch was zu trinken. Und da oben liegt auch was. Baked Beans. Oh, und eine erste Karte. Wie geil ist das denn? Was haben wir hier? Ein Messer. So, jetzt kombinieren wir mal die Taschenlampe. Flashlight. Wie geht das jetzt? Badly damaged. Ja, es ist hier so, dass ich jetzt eine Dose habe mit Essen. Ich komme aber nicht ran, weil ich wirklich einen Dosenöffner beziehungsweise ja, Messer, das würde ich jetzt gerne mitnehmen. Wir trinken das jetzt einfach. Ich kann es nicht trinken. Wir können es irgendwie öffnen, aber ich weiß gerade aktuell noch nicht wie. No message received. Ach, der Server antwortet gerade nicht. Ich will das Messer jetzt aber noch unbedingt haben. Geht das vielleicht noch?
Geht nicht. Server antwortet nicht. Schade. Da hat sich das aufgehangen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann macht die Daumen hoch. Am besten abonniert ihn doch. Das würde mich sehr freuen. Und ja, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin.